Ja, hallo? Technik ist soweit? Blick geht rüber. Ja, passt alles, cool. Wunderbar. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Netzpolitischen Abend, zu unserer kleinen Sommerausgabe des Netzpolitischen Abends. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr noch nicht geschmolzen seid und dass es trotz des Wetters so viele sind. Hallo an alle im Stream. Willkommen hier in der Seabase. Ich bin Ingo, das ist der Hashtag für heute. Und wir haben ein feines, aber kleines Programm vorbereitet. Also wir haben eigentlich gar nicht so viel vorbereitet. Es geht los mit Volker Tripp, politischer Referent der DigiGuest zum Thema mit einem kleinen Update zur WLAN-Störerhaftung. Danach der amerikanische Filmemacher Schmüde zum Thema Harvesting Human Intelligence. Und danach der Regisseur Christoph Hochhäusler zur Frage, was wird sichtbar zur Darstellung oder Darstellbarkeit von Machtstrukturen in der Postdemokratie. Cool, dass ihr da seid. Ja, ich würde sagen, es geht direkt los. Volker, herzlich willkommen. Merci. Ja, hallo. Schönen guten Abend zusammen. Wie Ingo schon sagte, ich werde ein kurzes Update geben zum Stand der Dinge in Sachen WLAN-Störerhaftung. Eigentlich könnte das auch ein kurzes Update eigentlich sein zur Störerhaftung insgesamt, weil auf einem ähnlichen Stand wie die WLAN-Störerhaftung ist eigentlich auch die Störerhaftung von Host-Providern. Aber um das Ganze nicht so ein bisschen nicht so sehr ausufern zu lassen, beschränke ich mich mal darauf. Ich sage aber, werde das gleich noch genauer erklären. Ja, vielleicht vorneweg, also ich werde mal so eine kurze Einleitung geben, weil mir nicht klar ist jetzt, ob jeder so genau weiß, worum geht es bei der WLAN-Störerhaftung, was ist das und so weiter. Deswegen vielleicht kurze Darstellung, worum geht es überhaupt? Wenn man ein WLAN betreibt, hallo? Ja. Wenn man ein WLAN betreibt und man möchte anderen den Zugang zu dem WLAN verschaffen, also man möchte es offen lassen, Dritte sollen darüber den Zugang zum Internet kriegen, dann hat man ein Problem, denn wenn diese Dritten Rechtsverletzungen begehen, während sie über diesen Zugang im Netz sich bewegen, dann kann es sein, dass mich eine Abmahnung trifft, mich als denjenigen, dem das WLAN gehört und der diesen Zugang zur Verfügung stellt. Nicht, weil ich jetzt aktiv wirklich dazu beigetragen habe, sondern einfach, weil ich diesen Zugang zur Verfügung gestellt habe. Als sogenannter Störer hafte ich dann auf Unterlassung und kann eben deswegen abgemahnt werden. So. Warum ist das so? Das Ganze ist eigentlich nur so, weil das Telemediengesetz, in dem die Haftung von Access-Providern, also von Leuten, die anderen den Zugang zum Internet vermitteln, geregelt ist, da nicht so richtig explizit ist. Und der Bundesgerichtshof da im Jahr 2010 mal ein Urteil gesprochen hat, was eben dazu beiträgt, dass die Verwirrung groß ist, was ich jetzt eigentlich denn tun muss, um dieser WLAN-Störerhaftung zu entgehen, wenn ich anderen den Zugang zum Internet gewähre. Die Folge ist, was machen die meisten Leute? Sie halten ihr WLAN verschlüsselt, sie geben anderen das Passwort nicht raus und es gibt eben keine wirklichen Hotspots, es gibt keine offenen WLAN-Zugänge in Deutschland oder sehr, sehr wenig. Die Quote liegt eben bei 2 auf 10.000 Einwohner und damit sind wir im internationalen Vergleich ziemlich weit hinten dran. Länder wie UK sind da so bei 28 Hotspots pro 10.000 Einwohner, also ganz andere Lage. So, was kann man jetzt machen, um das zu verbessern und um diesen Zustand zu ändern? Wir hatten schon im Jahr 2012 einen ganz konkreten Gesetzesentwurf vorgelegt, also die DigiGuest, wie man das Telemediengesetz ändern muss, damit dieser Zustand behoben wird. Der Dreh an dem Ganzen, was wir da vorgeschlagen haben, war, dass diese Störerhaftung für WLAN-Betreiber bedingungslos abgeschafft wird. Also sie müssen nichts tun, es gibt einfach keine Störerhaftung für WLAN-Betreiber. Dieser Gesetzesentwurf wurde auch Ende 2014 im Rahmen eines gemeinsamen Antrags in den Bundestag eingebracht, und zwar von den Fraktionen der Linken und der Grünen. Und da liegt er auch jetzt immer noch, und zwar im Wirtschaftsausschuss. Hat allerdings wohl wenig Chancen darauf, angenommen zu werden, schlicht und ergreifend, weil es ein Antrag der Opposition ist. Ne? Also ist dann eher symbolisch, dass er eingebracht wird, um zu zeigen, es ginge doch was. Aber tatsächliche Aussicht auf Erfolg dürfte dieser Entwurf direkt nicht haben. Die Große Koalition ist dann hingegangen, hat im März, nachdem sie das Entwurf, ja, nachdem sie es monatelang angekündigt hat, hat sie dann irgendwann im März diesen Jahres einen Gesetzesentwurf vorgelegt und es hagelte Kritik, und zwar von allen, so ziemlich von allen Seiten.
Also die einzigen Leute, die der Meinung waren, das geht in die richtige Richtung, dürfte aber eigentlich noch schärfer sein, waren so Leute wie Waldorf Frommer, die bekannte und beliebte Abmahnkanzlei, die fand es super, ne? Aber sonst eigentlich eher wurde das Ganze kritisch gesehen. Das Bundeswirtschaftsministerium, was da federführend ist, also das BMW, hat versucht, so diese Wogen der Kritik zu glätten, indem sie nochmal ein FAQ rausgebracht haben und gemeint haben, wir erklären jetzt nochmal genau, ihr habt das alles nicht so richtig verstanden, was da bei uns in dem Gesetzentwurf steht. Das hat es aber nicht wirklich besser gemacht. Danach wurde offiziell nochmal eine Anhörung durchgeführt von Verbänden und Bundesländern und auch dort blieb die Kritik eigentlich so, wie die schon instantan war, nachdem der Entwurf vorgestellt wurde. Nachdem dann diese Anhörung durchgeführt wurde, hat man sich aber nochmal hingesetzt beim BMW und diesen Entwurf überarbeitet. Zu dem genauen Inhalt und so sage ich gleich nochmal was. So, nachdem man das dann gemacht hat, hat man am 15. Juni eine sogenannte Notifizierung vorgenommen bei der EU-Kommission. Ich sage jetzt erstmal kurz was zu der Notifizierung und dann sage ich noch was zu diesem Entwurf und dem Inhalt. Was ist das, diese Notifizierung? Also das Ganze nennt sich TRIS-Notifizierung, Technical Regulation Information System, glaube ich. Das Ganze ist vorgeschrieben, wenn man technische Vorschriften für Dienste der Informationsgesellschaft ändert. Das heißt, wenn irgendein Mitgliedstaat hingeht, solche technischen Vorschriften ändert, kann er das nicht einfach so machen, sondern muss die EU-Kommission davon in Kenntnis setzen. Und muss dann eben die Reaktion der Kommission abwarten, bevor er dieses Gesetz überhaupt annehmen und in Kraft setzen darf. Wie gesagt, das ist passiert am 15. Juni diesen Jahres. Und im Rahmen dieses Notifizierungsverfahrens geht jetzt die EU-Kommission hin und guckt sich an, ist das, was der Mitgliedstaat da machen möchte, also in diesem Fall Deutschland, mit dem Unionsrecht vereinbar? Oder verstößt das vielleicht gegen irgendwelche unionsrechtlichen Vorschriften? Die schauen sich auch an, welche Auswirkungen hat das auf den Binnenmarkt. Also würde das die Übertragbarkeit von Diensten von einem Mitgliedstaat in den anderen beeinträchtigen, etc. pp. Ab dem Zeitpunkt der Notifizierung gilt eine 3-monatige Stillhaltefrist. Das heißt, bis zum 15.09., genau genommen 16.09., darf tatsächlich jetzt erstmal nichts passieren. Und falls die Kommission oder die Mitgliedstaaten, die anderen Mitgliedstaaten, jetzt auch noch gefragt werden, was sie davon halten, Einwände haben, dann können die eine sogenannte ausführliche Stellungnahme machen. Dann verlängert sich diese Stillhaltefrist nochmal weiter um einen weiteren Monat. Die Kommission kann dann verlangen, dass der Mitgliedstaat mal erklärt, was er davor hat und kann dann auch durchaus sagen, wenn sie nicht damit einverstanden ist mit dem, was er da sagt, dass er das doch besser ändern sollte. Der Mitgliedstaat muss das dann streng genommen nicht machen und könnte tatsächlich die Vorschrift erlassen, nur dann würde sich wahrscheinlich ziemlich direkt ein Vertragsverletzungsverfahren anschließen. Und da geht man eigentlich so aus Gründen der Vertragstreue, machen Mitgliedstaaten das nicht. Warum ist das jetzt überhaupt interessant? Weil es eigentlich vor dem Zeitpunkt, an dem dieser Entwurf jetzt in den Bundestag geht und beschlossen werden kann, eigentlich der letzte Punkt ist, an dem auch die Zivilgesellschaft nochmal Einfluss nehmen kann. Denn die Kommission fragt aktiv natürlich erstmal nur die anderen Mitgliedstaaten, was sie davon halten, aber man kann auch als zivilgesellschaftliche Organisation oder sogar als Einzelperson hingehen und Eingaben machen. Und genau das haben wir auch gemacht. Dazu, wie gesagt, gleich. Erstmal, worum geht es jetzt bei diesem Entwurf, der notifiziert worden ist, der da also vorgestellt worden ist? Man hat das Ganze ein bisschen vereinfacht. Zunächst mal gibt es ganz positive Seiten in dem Entwurf, nämlich, dass man diese Haftungsfreistellung aus dem Telemediengesetz, das sogenannte Provider-Privileg, eben jetzt explizit auf Anbieter von drahtlosen Netzwerken ausweitet. Außerdem eine Sache, die in dem ersten Entwurf noch drin war, nämlich eine Unterscheidung zwischen geschäftlichen Anbietern, öffentlichen Einrichtungen und privaten Anbietern, ist auch komplett aus dem Entwurf raus. Auch das ist sehr sinnvoll, denn durch diese Unterscheidung wurden eigentlich nur Rechtsunsicherheiten begründet, die es eben wieder schwieriger gemacht hätten, freies WLAN anzubieten. So, jetzt gibt es allerdings auch zwei Punkte, die eben so ein bisschen also nicht nur ein bisschen, sondern deutlich negativer zu beurteilen sind, nämlich diese Haftungsfreistellung wird abhängig gemacht davon, dass der Anbieter zumutbare Maßnahmen ergreift. Und es wird dann im Weiteren so ein bisschen erläutert, was die zumutbaren Maßnahmen sind, allerdings eben auch nur ein bisschen. Denn es wird gesagt, diese Maßnahmen sind insbesondere, dass der
Betreiber angemessene Sicherungsmaßnahmen gegen unberechtigten Zugriff auf das Drahtlosnetzwerk ergreift und den Zugang nur Nutzern gewährt, die vorher erklärt haben, im Rahmen der Nutzung keine Rechtsverletzungen zu begehen. So, was sind jetzt die Probleme dabei? Zunächst mal dieses Wörtchen insbesondere. Das heißt, das sind nicht die einzigen Maßnahmen, die es gibt. Es wird auch wohl noch irgendwelche anderen geben. Welche? Das weiß man nicht so genau. Ja? Also mit anderen Worten, auch da ist wieder eine neue Rechtsunsicherheit. Des Weiteren, auch dieser Begriff angemessene Sicherungsmaßnahmen gegen unberechtigten Zugriff, da kann man sich auch fragen, was soll das sein? Das erklärte Ziel dieses Gesetzes ist es ja, offene WLAN-Netze zu ermöglichen. Wenn ich aber jetzt, also das heißt, bei einem offenen WLAN-Netz gibt es keinen unberechtigten Zugriff. Was soll das sein? Ja, offen heißt offen. Das heißt einfach so, jeder kann drauf. Dann kann es aber auch keine Unberechtigten geben. Also das ist schon mal ein logischer Widerspruch, der sich eigentlich kaum auflösen lässt. Der zweite Punkt ist eben angemessen. Auch das ist wieder so ein Begriff, indem man so ein Attribut, was man davor dazu fügt. Das heißt, nicht jede Sicherungsmaßnahme ist offenbar geeignet, sondern nur angemessene. Welche angemessen sind, das weiß man nicht so genau. Das BMW verweist dann gern darauf, dass es ja eine Begründung gibt zu dem Gesetzentwurf. Und da ist dann beispielhaft aufgeführt, dass solche Sicherungsmaßnahmen sein können, eine Verschlüsselung des Netzwerkes oder eine Registrierung, eine namentliche Registrierung der Nutzer. Sinn und Zweck dieser Sicherungsmaßnahmen soll dann sein, dass insbesondere gegen Urheberrechtsverletzungen vorgebeugt wird. Warum jetzt genau eine Verschlüsselung des Netzes in irgendeiner Weise Urheberrechtsverletzungen verhindert, weiß ich auch nicht. Weiß nicht, vielleicht kann mir das irgendjemand sagen, ich weiß es nicht. Bei der Registrierung, naja, vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Und vollkommen lächerlich, also entschuldige, dass ich das so deutlich sage, aber wirklich lachhaft in dem Zusammenhang, ist natürlich die Anforderung, Zugang nur Nutzern zu gewähren, die erklärt haben, im Rahmen der Nutzung keine Rechtsverletzungen zu begehen. Das ist so wie die Zugangssicherung bei YouPorn. Sind sie 18? Ja, nein. Also, ja, genau, vielleicht, wer weiß. Also was soll das bringen? Ja. Also es sind eine Menge Fragen eigentlich dadurch aufgeworfen werden und man merkt schon, so richtig praktikabel ist das alles nicht. Deswegen haben wir uns zusammen mit zwei anderen Organisationen, mit dem Förderverein Freie Netze, also der Verein hinter den Freifunkern sozusagen, und mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband an die EU-Kommission gewandt und haben halt eine Eingabe gemacht im Rahmen dieser TRIS-Notifizierung. Und haben argumentiert, warum wir diesen Entwurf für nicht vereinbar mit dem Europarecht halten. Das sind im Wesentlichen zwei Punkte. Zum einen die sogenannte E-Commerce-Richtlinie. Artikel 12 dieser E-Commerce-Richtlinie schreibt eben vor, dass Access-Provider, also Personen, die anderen den Zugang zum Internet gewähren, unter bestimmten abschließend formulierten Bedingungen nicht haften. Und es steht da auch drin, dass die Mitgliedstaaten eben sicherstellen, dass sie unter diesen Bedingungen nicht haften. Und genau das ist der springende Punkt, das haben wir gerade eben versucht klarzumachen. Es ist eigentlich überhaupt nicht so richtig klar, was jetzt eigentlich von Anbietern, die einen WLAN betreiben und anderen den Zugang gewähren wollen, jetzt genau verlangt wird. Also mit anderen Worten, dieser Gesetzesentwurf stellt nicht sicher, dass sie bei Einhaltung bestimmter Bedingungen freigestellt sind von der Haftung. Gleiches gilt eben dafür, dass diese Beispiele, die da aufgeführt sind, eben nicht abschließend sind. So, besser? Okay. Der zweite Punkt, Artikel 16 der EU-Grundrechtecharta, das ist das Recht auf unternehmerische Freiheit. Dann kann man sich jetzt zunächst mal fragen, was soll das denn da? Ich muss ja nicht unbedingt mein WLAN kostenlos anderen zur Verfügung stellen. Ich könnte das ja auch als Dienstleistung machen. Und auch als ein solcher Dienstleister müsste ich diese eben beschriebenen Einschränkungen hinnehmen. Ja? Jetzt sagt der EuGH, aber naja, wenn man schon hingeht und dieses Recht auf unternehmerische Freiheit einschränkt, das kann man schon tun, zum Beispiel um Urheberrecht zu schützen. Nur wenn man das schon macht, dann ist wenigstens zu verlangen, dass die Maßnahmen, die da zum Schutz des Urheberrechts ergriffen werden, überhaupt irgendeine Wirkung haben. Und genau das ist der springende Punkt, wie ich ja eben versucht habe darzustellen. Die Verschlüsselung würde keine Auswirkungen haben auf den Urheberrechtsschutz oder auch diese Rechtstreueerklärung genauso wenig.
Also ergo könnte man sagen, eigentlich ist es unverhältnismäßig, dass hier potenziellen Dienstleistern Einschränkungen aufgegeben werden, die tatsächlich, was den Schutz des Urheberrechts angeht, eigentlich komplett wirkungslos sind. Insgesamt passt dieser Entwurf auch überhaupt nicht so zu der Politik, insbesondere der EU-Kommission, die ja immer wieder betont, wie sehr die EU Wi-Fi liebt. Und auch in der Telekom-Single-Market-Verordnung, jedenfalls in dem Entwurf, den die Kommission vorgelegt hat, ist nochmal explizit geregelt, dass staatliche Stellen, insbesondere privaten Initiativen, die anderen den Zugang zum Internet gewähren, keine Steine in den Weg legen, also dass sie nicht behindern oder irgendwie das Angebot solcher Initiativen erschweren. Auch dagegen verstößt eigentlich dieser Entwurf, weil er faktisch eigentlich sowas ist wie ein offenes WLAN-Verhinderungsgesetz, mehr als dass er in irgendeiner Weise tatsächlich rechtssichere Bedingungen schafft. Und hier werden wir jetzt eben sehen, wie das Ganze weiter fortgeht. Am 16.09., vielleicht auch noch einen Monat später, also am 16.10., wissen wir dann mehr, wissen wir, wie die EU-Kommission reagiert hat und dann gibt es ein neues Update. Dankeschön. Vielen Dank, Volker. Gibt es dazu Rückfragen oder Anmerkungen oder Sonstiges? Wie immer, wenn ihr nicht wollt, dass ihr bei euren Rückfragen oder Meldungen gefilmt werdet, gestreamt werdet, dann stellt euch bitte da hinten unter den Bogen. Da sehe ich eine. Ja, bitte. Ja, was mich interessieren würde, keine Ahnung, ob du darüber Bescheid weißt, aber inwieweit es, also ihr macht ja sozusagen Lobbying für das, was wir alle gut finden, aber welche Feinde es da gibt? Also sprich, welche Interessen gibt es auf der anderen Seite? Also ich glaube, so andeutungsweise ist es schon rausgekommen, nicht? Also ich meine, man kann das ganz gut sehen, wenn man sich mal dieses Anhörungsverfahren beim BMW anschaut. Da sind ja so die Interessenträger quasi beteiligt im Wesentlichen. Ich will mal sagen, also zum einen kommt natürlich auch, was jetzt hier die WLAN-Störerhaftung angeht, viel aus der Ecke, was man so Content-Lobby oder Urheberrechtsindustrie nennt. Weil natürlich die Angst da ist, dass über einen anonymen WLAN-Zugang mehr Urheberrechtsverletzungen begangen werden. Das wurde auch ganz klar so geäußert. Der wesentliche Gegenwind gegen so einen Entwurf, der konsequent offenes WLAN ermöglichen würde, kommt eigentlich eher aus dem Innenministerium. Also das sind Innenkreise vor allen Dingen. Dieses klassische Terrorismusargument, weil wir kennen das ja alle bei uns im Treppenhaus, wenn wir offenes WLAN haben, die ganzen Terroristen, die da immer mit dem Laptop auf den Knien rumsitzen und den nächsten Anschlag planen. Und das, also ich versuche das bewusst zu überspitzen, also der Punkt ist aber, das ist tatsächlich wohl die Angst. Also man möchte einfach nicht, dass es flächendeckend die Möglichkeit gibt, dass Leute anonym das Internet benutzen. Natürlich gibt es die auch jetzt, auch völlig ohne ein wirklich offenes WLAN in Deutschland, aber das ist den Leuten irgendwie nicht beizubringen. Die glauben auch tatsächlich, dass die Verschlüsselung an sich irgendwie was mit Identifikation zu tun hätte, was auch nicht der Fall ist. Aber also nach allen Gesprächen, die wir auch geführt haben, mit Abgeordneten verschiedener Parteien, mit Leuten aus Ministerien, ist das eigentlich immer wieder der Eindruck gewesen und also auch da war sehr deutlich so gesagt worden, der Gegenwind kommt vor allen Dingen aus dem BMI. Ja, du hattest ja gerade die beiden Punkte, wo du sagtest, diese Speicherung und diese Bestätigung des Nutzers, keine Verstöße zu machen. Und es war ja eher wie so eine Frage gestellt, warum das da drin ist, man weiß es nicht. Ich würde es in etwa so sagen, bei großen Organisationen hat man es häufig, wenn man Dinge technisch nicht lösen kann, dann macht man eine organisatorische Lösung. Das heißt, man verpflichtet einen User, etwas nicht zu tun, weil man selber keine technische Lösung hat, es zu verhindern. Das heißt für mich erstmal, wenn da steht und ich muss vorher klicken, ich mache es nicht, dann klicke ich das ja schon. Aber das gepaart mit dem ersten Punkt, wo es um die Verschlüsselung geht, da erkennt man eigentlich dran, dass es darum auch so ein bisschen geht, wie man dieses Verfahren technisch organisatorisch lösen möchte. Weil wenn es verschlüsselt ist, muss ich ja auch an den Schlüssel irgendwo rankommen. Und das heißt, indem vorher dieser Schlüssel ausgehandelt und übergeben werden muss, möchten die eigentlich so eine Art Registrierungsprozess am Anfang haben, sodass ich da eher wie so eine Art VDS für mein WLAN mir irgendwie vorstellen kann, wohin die Reise gehen soll. Weiß ich nicht. Das wurde, also sagen wir mal so, dass es gewisse Wünsche sind, die man tatsächlich nicht umsetzen kann und wo man so eine Art Ersatzbefriedigung sich dann sucht. Das finde ich, das dürfte wohl zutreffen, also das ist auch meine Einschätzung. Aber
Was jetzt das Passwort angeht, da wurde ja mehrfach dann schon auch vom BMWi selber, zum Beispiel in diesem FAQ halt betont, ja, das könnte man dann ja öffentlich auslegen oder man könnte es einfach in der Speisekarte abdrucken oder so. Ja, also so, dass es überhaupt gar nicht notwendig ist, dass es über einen persönlichen Kontakt oder sowas geht, was ja nochmal mehr in Frage stellt, was das dann eigentlich soll. Das Einzige, das heißt dann ja einfach nur, wenn jemand draußen vorbeiläuft, der könnte sich nicht einloggen, aber sobald er einmal, der muss ja noch nie mal was kaufen da in dem Laden, der könnte ja reingehen, sieht dann da irgendwo das Passwort hängen, stellt die Speisekarte auf was auch immer, weiß das, nimmt sich das, speichert das und geht wieder oder wie auch immer. Ja? Also ich finde gerade, das ist nochmal ein zusätzlicher Beleg, wie sinnfrei das eigentlich ist. Okay. Noch weitere Rückfragen oder Kommentare oder Anmerkungen zum Thema WLAN-Störerhaftung? Nee. Okay. Ja, dann vielen Dank, Volker. Von der